Ein wunderschönes Hallo, liebe Moto-Fans. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sabbelsaurus Unboxing. Ja, heute mal mit frischer Frisur. Nein? Ich habe nicht geschafft, mich zu rasieren. Ich meine, hallo, ich bin der Jan. Ganz ehrlich, ich hatte auch mir so ein Bart hier mal stehen lassen, aber ich sehe damit aus wie so ein verpeilter Klaus Lager aus den 80ern. Das lasse ich besser. Ja. Mensch, apropos Bart und unrasiert. Wir haben hier jetzt eine Figur mit Bart. Ja, stimmt. Die wir ja auspacken wollen heute. Mensch, da hast du aber eine Überleitung geschaffen. Das ist ja Wahnsinn. Geil, ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Wir wollen heute Eldor auspacken. Und zwar aus der Masters of the Universe Neo Vintage Line von Super 7. Hast du dir etwa schon wieder ein Neo Vintage gekauft? Was man aber sagen muss, ist, dass zumindest bei Eldor und Hero, hier ist er übrigens, ja, die Qualität zumindest so, was man jetzt so sehen konnte, super ist. Also, auch die glänzenden Parts bei Hero sind unglaublich gut geworden, aber dazu dann im Unboxing-Video zu Hero. Ja, heute packst du natürlich Hero aus, Eldor aus. Und, ja, gehen wir mal ein bisschen erstmal auf die Karte ein. Ja. Erstmal eine sehr schöne Karte. Ne? Also das hätte wirklich funktioniert in den 80ern. Also Die Karte sieht super aus. Es müssen also nicht immer nur blau-rote Karten sein. Ne? Also das sieht schon wirklich sehr nice aus. Man kennt sie ja, ne? Eigentlich. Ja, natürlich, klar. Wenn man Kenner ist, dann... Oder Mattel oder Hasbro. Oder Super 7. Oder Super 7. Ja. Ganz klar, hier auch eine Qualitätsverbesserung, auch wenn jetzt der Hero hier, der Eldor. Nicht der Geldor und nicht der Keldor, es ist der Eldor. Ja. Auch wenn das jetzt hier gewellt ist, das ist meine Schuld. Das kam durch die Lagerung jetzt, weil wir sind ja jetzt hier wieder bei Jan. Und normalerweise ist die wirklich kerzengerade. Trotzdem allerdings, die Qualität ist um Längen besser, keine Knicke, und ich habe schon ein paar von diesen Figuren gesehen. Gerade hier bei den, wo es aufgeklebt ist, ne? Ja. Ja, da haben wir hier tatsächlich hierdurch ein Problem, durch diesen Sticker hier, den hier, den man nämlich hier hinten, wie man hier hinten sieht, in das Buch reinpacken kann. Ziemlich geile Geschichte. Die Qualität hat sich auf jeden Fall bei den Mocs verbessert. Wie ihr sehen könnt, bei den Figuren auch wohl, das kann ich euch bestätigen, obwohl wir den jetzt nicht durchnehmen, auch bei Hero. So, es gibt keine Knicke, es gibt keine Stresslinien, gar nichts. Also super gemacht. Es ist, wie gesagt, das Gewählte ist meine Schuld. Ja, was natürlich sehr positiv auffällt, ist hier, es ist wieder so ein Minicomic, so eine Minicomic-Blende drin, die einfach auch so diese Form von der Karte hinten hat. Ja, fällt aber kaum auf, ne? Ja. Weil das ja nun mal nicht nur die Form, und die Farben meinst du. Genau. Und das ist, finde ich, eine sehr coole Geschichte. Ja. Ja gut, es ist jetzt die Frage, wäre es jetzt nötig gewesen, weil, ich sag mal, wenn ich es jetzt so weiter weghalte, sieht man das eigentlich gar nicht, ne, dass da was drin ist. Ja, früher wären da natürlich Minicomics mit drin gewesen. Ja. Deswegen hätten sie natürlich auch irgendwie wirklich so ein bisschen anders bedrucken können. Aber naja, gut. Meckern war man nicht drüber. Es stört nicht. Nö, meckern nicht. Ja. Dann nochmal die Karte von hinten. So, hier haben wir die Sachen, die damals schon rausgekommen wären, ohne Eldor, der natürlich auf sich seiner eigenen Karte nicht beworben werden muss. Haben wir denn überhaupt? Der Bionatops, Tyrannosaurus Rex und der Turbodactyl und natürlich Hero sind beworben. Das sind ja die Dinge, die damals rausgekommen wären. Anbei natürlich die Saurier schon rausgekommen sind. Ja, Figuren leider nicht. Aber das ist ja jetzt anders. Dank Super 7. Ja, dann haben wir hier eine kleine Bio dabei. The Book of Spells. The Book of Living Spells contains the ultimate secrets of Preternia. The secrets of transformation. Thus, whenever Eldor opens it,
He can uncover, mein Englisch, ne, all the secrets of past, present and future Eternia and change it. For nothing on Preternia stays the same, as you will soon see. Ja, im Grunde genommen, durch das Buch kann er zum Beispiel Eldor, Grey in Hero transformieren lassen. Ne, die Zeit manipulieren. Die Zeit manipulieren und ja. Dann haben wir hier so ein bisschen was draufstehen, wie das mit dem Buch funktioniert, was dann sozusagen das Action-Feature ist. Ne? Also, ja. Es sollte ja früher auf das Buch eigentlich so ein Wackelbild drauf, glaube ich, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das ist gut, dass du es ansprichst. Aber so wie das hier aussieht, ist das kein... Das wird nicht reingeklebt, sondern nur reingeklipst, oder? Open the book. Ja. Beam and back hero sticker picture and match them to... Ja, wird wahrscheinlich reingeklebt. Na gut, gucken wir mal. Jan, ja. Wo ist dein Werkzeug? Da. Ja, dann nimm es doch. Soll ich auch machen? Ja, es ist zu schade, ganz ehrlich. Ich werde mir die nochmal holen. Dann guck jetzt mal weg. Hoffentlich geht er leicht auf und nicht so wie die Mega-Constructs. Versuch doch mal die Karte nicht zu beschädigen, das wäre schon mal schön. Es wird auch schwierig hier mit dem Buch, aber... Ich versuche mal ganz, ganz sanft. Schnitz mir keine neuen Seiten ins Buch. Ich habe extra das Messer scharf gemacht. Das wird sowieso, glaube ich, ein bisschen schwierig hier, weil der natürlich sehr... Du hast das Messer scharf gemacht. Willst du mit deinem Messer alleine sein? Vielleicht. Das zeigen wir in einem anderen Video. Nee. Auf YouPorn oder was? Hey, denk an die Upload-Filter. Ja, Upload-Filter. Vielen Dank, Herr Voss. Ja, wie gesagt, während Jan das gerade öffnet, der hier kommt noch. Hero. Auch eine sehr, sehr schöne Figur. Und eine sehr große, schöne Karte. Und ich sage ja, es ist einfach zu schade, eigentlich die auszupacken. Für mich eigentlich auch... Das Beste, was Super 7 bisher in puncto Neo Vintage rausgebracht hat. Sehen wir gleich, ne? Wie die Qualität so ist. Ja, das stimmt natürlich. Aber so kann man erstmal nicht sagen. Das Einzige, was man bei Hero noch sagen kann, ist, dass hier der Umhang, hier der, die Schnalle vorne, immer so ein bisschen über dem Mund hängt. Aber dazu im nächsten Video mehr. Ja, da hätten wir als erstes mal das Buch, das Jan gerade hier mal als erstes ausgepackt hat. Das kann man hier ganz einfach öffnen. Dazu haben wir ja auch die Teile hier drin. Kriegst du die da raus? Ja, und auf der anderen Seite ist es eigentlich genauso. Das Buch kann man von zwei Seiten öffnen. Einmal hier, und wie ihr seht, ist es hier etwas dicker. Denn auch da ist es eingeschnappt. Allerdings beim ersten Mal ein bisschen schwerer aufzumachen. Von daher, ein bisschen Geduld, ein bisschen mit Gefühl, ja. Ist vielleicht besser bei Super 7. So, man darf ja nicht so dran rum. Ja, man muss ja natürlich erstmal gucken. So, und so würde das Ganze dann halt eben ausgeklappt aussehen. Ja. Ja. Keine wirklich großartige Augenweide, das Buch, das sage ich jetzt auch mal, weil, naja, viel haben wir hier nicht. Also wenig Bemalung, da ist definitiv die Classics-Version um Längen besser, muss man leider mal so sagen. Wollen wir hier mal gleich die... Ja, packen wir ruhig aus. Sticker hier. Ist also eher ein Bilderbuch. Heißt also, der gute Eldor kann nicht lesen. Deswegen ist er Zauberer geworden, kann er besser sprechen. Genau. Ja, da sind so vier drin. Mhm. Ich werde die mal versuchen zu fotografieren und dann größer einzublenden. Ja. Und das sieht schon... Ja. Willst du die gleich reinkleben? Nein. Also ich werde die nicht reinkleben.
Die werde ich draußen lassen. Naja gut, im Prinzip ist das jetzt kein Riesending. Es sind Aufkleber, leider nicht so schön. Ich hätte sowas zum Reinklemmen einfach besser gefunden. Mhm. Aber bitte, ja, ihr habt einfach hier diese vorgefertigte Mulde. Da wird das Ganze dann einfach reingeklebt wie ein ganz normaler Aufkleber. Kein großes Geheimnis. Ja, dann wird hier eins hingeklebt, da eins hingeklebt. Und auf der anderen Seite dann genauso. Ihr könnt euch selber aussuchen, wie genau ihr das gestalten wollt. Aber sind so von der Art her, vom Style, sind die okay. Ja. Kann man jetzt nichts dran meckern. Also wir haben hier einmal Eldor. Wie gesagt, ich blende es ein bisschen größer ein. Dann haben wir hier noch Hero. Mhm. Dann haben wir hier He-Man auf dem Bionatops. Ja, und den Tyrannosaurus Rex. Ja. Ohne, dass jemand drauf reitet. Ja. Soweit zum Zubehör, das war es eigentlich schon, oder? Wir haben keine Rechte für King Hiss, deswegen dürfen sie den da nicht draufdrucken. Dann haben wir hier... Es ist tatsächlich ein kleines Büchlein, ein kleines Comic, wie es aussieht. Ernsthaft? Und cool. Naja, oder auf jeden Fall irgendwie sowas. The Story of Eldor. Aber warum haben sie es dann nicht gleich so rum? Gute Frage. Ich glaube, weil so es dann einfach besser aussieht. Hm. Bei Hero ist es ja genauso. Also da ist... Hier, schau mal. Ich versuche euch das ein bisschen zu veranschaulichen hier, was da drin ist, weil das alles gescannt und zeigen, das wird aber schwer. Aber das finde ich dann wieder ganz schick, dass sie ja so ein kleines Heft dann wirklich reingepackt haben. Da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ja, das stimmt. Ja, eigentlich ist das dann hier so die Vorderseite. Das ist die Rückseite, die halt eben so ein bisschen auf der Karte verschwimmt dann. So sieht das Ding dann aus, ohne das Comic. Eigentlich ist genauso. Oder Büchlein. Ja, und es ist The History of Eldor, wie Jan schon gesagt hat. Ja, das ist vorne drauf zu sehen. Wir zoomen da einfach mal ein bisschen ran. Dann haben wir hier ein bisschen was über... Ja, die ganze Geschichte von Eldor eigentlich, wie das so begann. Hm. So, dann hast du hier eine Konzeptzeichnung. Der Prototyp von damals. Genau, der Prototyp von damals. Dann haben wir hier eine Konzeptzeichnung von einem Charakter namens Doran. Noch mehr Konzeptzeichnungen von Eldor, noch von weiteren Charakteren, die wohl erscheinen sollten. Ich weiß nicht, ob man das alles so ganz gut sieht. Ja, und wie gesagt, noch mehr Konzeptzeichnungen mit der History dazu, die wir jetzt so im Einzelnen nicht durchgehen. Das machen wir mal in World of Reviews. Dafür ist die Show dann besser geeignet. Noch ein cooles Artwork hier. Gibt's die noch? Die gibt's noch, auf jeden Fall. Natürlich. Ja, hier aus welchen Teilen die Figur besteht, auch eine ganz geile Geschichte, dass man das mal sieht. Zum Zusammenbau wieder, hat sich Super 7 aber gut ausgedacht. Nach dem Motto ist kaputt gegangen, ach, kannst du selber zusammenbauen. Dann noch die Artworks, die bekannten Artworks von Powers of Grayskull hier, noch eins aus einem Comic oder so, ich weiß nicht genau, woher das stammt. Ja, es ist im Grunde genommen das gleiche wie das Artwork, das wir vom Megator schon kennen. Dann das Megator Artwork selbst, das Titus Artwork hier, was noch hätte kommen können, sollen und so weiter. Also da ist jede Menge drin. Nur von einem bin ich enttäuscht. Die hätten den Classics Eldor hier auch mal mit drin zeigen können, den es nämlich vor diesem hier gab. Hm. Dürfen sie vielleicht auch nicht. Boah, das kann ich mir nicht vorstellen, aber gut. Man weiß es ja nicht. Gut, kommen wir mal zum Eingemachten. Die Figur. Hier ist er. Wieder mit Tüte um die Beine, um die Schuhe. Wie wir es kennen von den von der ersten Wave. Und er kommt mir sehr schwer vor. Ich werde mal hier im Vergleich zu Hordak, also Größe, ja, normale Größe. Normale Proportion. Aber irgendwie scheint er mir schwerer. Ja? Oder es kommt mir wirklich nur so vor. Doch,
Ein bisschen, vielleicht ja. Ist bei Hordak schon der ganze Weichmacher raus. Aber dann müsste er ja auch schwerer sein. Nein. Ja. Aber ja, gucken wir mal. Tatsächlich also ein bisschen schwerer. Hier können wir die Kapuze nicht abnehmen. Nein. Kann man den Kopf bewegen innen drin? Würde ich mal. Ja, ich glaube, oder? Müsste man eigentlich können, aber es ist. Also wenn man es können könnte, dann wird es durch die Kapuze ja, natürlich extrem behindert bisschen und macht keinen Sinn. Also, bisschen. Ja, ein bisschen. Oh, die sind. Oh, die, aber die Beine sind die alten von den erst von der ersten Wave, aber. Mhm. Das lässt sich schon mal gut bewegen. Ja, sehr gut. Dieses sehr gut, hier, Super 7. Das auch. Die Beine lassen sich bewegen. Nein! Ein neues Action-Feature. Die Arme lassen sich abnehmen, die Hände. Und das gibt natürlich einen Daumen nach oben. Okay, merkwürdiges, ja, das ist, Feature. Wo, das ist wozu, jetzt die Frage, ob das denn wirklich so sein muss, ne? Aber das ist. Es ist nicht schlimm, man kann sie wieder reinstecken. Was natürlich cool gewesen wäre, wenn da jetzt eine Wechselhand bei gewesen wäre. Stimmt. Für das Buch. Dann hätte es ja Sinn gemacht. Ja, stimmt. Ja, Hüftschwung. Ja. Funktioniert. Die Kapuze lässt sich, glaube ich, so rüstungsmäßig nicht entfernen. Ne? Nee, es ist ein ganzer Guss hier drüber. Wirklich ein Guss? Bist du sicher? Ja. Guck mal. Ja, ja. Hier? Was über dem Oberkörper drüber ist. Ja. Aber der Oberkörper ist das. Na gut, das weiß ich nicht, ob der jetzt genauso. Das jetzt auch ein neuer Guss ist, der Oberkörper, der eigentliche. Der sieht mir irgendwie ein bisschen komisch aus. Naja, ist ja auch nicht schlimm. Sieht man ja eh sehr wenig von. Es ist auch sehr wenig bemalt, wie es mir vorkommt. Den Gürtel. Mhm. Ja gut, das ist der Bart. Die wie sind denn Beine die oder die ich glaube, die Stiefel sind drauf gemalt. Vielleicht haben sie deswegen die Beine, deswegen können die sich vielleicht gut bewegen, weil es nicht irgendwie angemalt ist oder sowas. Aber ich meine nicht, dass die anderen Figuren von die, Wave 1 waren die auch gegossen wurden. Ja, waren die jetzt normal? Ich glaube, die wurden ja gut, dann haben gegossen. Dann haben sie sich auf jeden Fall verbessert. Also sagte Super 7 ja schon in einer Q&A. In einer unserer News könnt ihr das dann gerne mal nachgucken. Oder auf Planet Eternia natürlich. Da haben sie ja, gesagt, sie gießen es lieber, soweit es geht. Anstatt zu bemalen. Oder was umgedreht? Ich weiß gerade nicht. Ich finde den nicht schlecht. Also muss ich jetzt sagen, ich bin jetzt positiv überrascht. Ich auch. Ach, ich darf ihn auch mal haben. Das ist ja schön. Was willst du haben? Ja. Kann man auch nur sagen. Sehr schöne Figur. Also das alles glänzt sehr schön. Ist mit einem schönen Lack überzogen und sieht dann auch aus wie Leder. Bei den Stiefeln hat man das Lack nicht gemacht. Und Leder. Yeah. Cool. Also, dass sich sogar die Hände bewegen lassen, ist natürlich auch nochmal ein ganz großes Pluspunkt im Gegensatz zu den Vintage. Da ja, geht es nämlich nicht. Das hatten wir nur bei Gwizlor. Bei Gwizlor hatten wir. Gwizlor. Bei Gwildor. Hey, wenn wir mal wirklich sowas machen wie ein Quiz, dann hast du jetzt den Namen gefunden. Gwizlor. Bei Gwizlor. Top. Also, Arme, Beine lassen sich alles bewegen. Hüftschwung, ja, hätte ich nicht gebraucht. Weiß ja jeder. Der Stand funktioniert. Ich nehme jetzt hier einfach mal die Hero-Karte. Na, so. Zack, funktioniert. Beine lassen sich wirklich fantastisch bewegen. Ganz ehrlich, hier. Also, im Gegensatz zu den anderen Figuren, die wir so hatten. Also, der Tanz Boogie. Ja. Warum nicht gleich so, ne? Richtig, warum nicht gleich so? Und eine perfekte Figur. Es wirkt auch nicht wirklich billig. Richtig. Es wirkt nicht so. Damit wir mal was anderes sagen. Richtig, ganz genau. Ja, so im Vergleich zu den Farben, ne? Das ist. Ja. Wirkt alles gut, sehr neu, sehr frisch. Der ist jetzt alt, ne? Aber. Das ist ein guter Hordak. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, gut, er ist ein bisschen. Er ist halt etwas gespielt. Aber so von den Farben her. Ja, gut. Wirkt es nicht so. Nee.
Top. Wirkt es nicht so top? Nein. Wirkt es top, ja. Ja. Dann haben wir natürlich noch das Buch, aber ja, ihr seht selber, das ist eher eine Bank oder ein Fenster als ein Buch. Ein MacBook. Ja. Halten kann er es natürlich so irgendwie nicht. Ach, dann müsst ihr einfach zu Hause selber mal ein bisschen ausprobieren. Ja, wie gesagt, da wäre vielleicht wirklich so Wechselhände wären da schön gewesen. Mhm. Man könnte vielleicht hier so die Hand so und dann irgendwie so. Das ist eher ein Schrank oder so eine Kommode. Ja, also das Buch, wie, ehrlich gesagt. Wie soll das heißen? Die Kommode of Living Spells. Gut, gefällt mir nicht so. Die Figur ist super, die Figur ist top. So ein Stab hätte da vielleicht noch gut dazu gepasst, vielleicht. Ne? Wie bei der Classics-Figur, ne? Hatte der so einen Stab? Ja. Das ist Silver. So Richtung Gandalf so. Ja. Ne? Ja gut, das war halt damals auch nicht so gedacht. Ne? Hier haben wir ja nochmal, wie es aussehen sollte. Und na, sind sie aber nah dran. Ne? Ja. Das Buch, weiß ich nicht, ob das jetzt größer ausgefallen ist oder was. Also das Buch würde ihm bis zur Hüfte gehen. Es geht ihm mehr als bis zur Hüfte. Ja, okay. Bis zum Gürtel. Naja. Ist ja auch so die Frage, wäre da damals in den 80ern rausgekommen, hätten wir den cool gefunden, weil das ist ein alter Typ mit einem Buch. Ne? Ja, war so gesehen. Ne? Heutzutage, ja. Der wäre rausgekommen, der ist nicht rausgekommen, hätte aber können. Und jetzt ist er eigentlich cool, weil jetzt ist er endlich da. Ja, und das ist, hat definitiv irgendeine Bedeutung, weil wenn ihr das hier sehen könnt, das steckt ihr einfach ganz leicht wieder rein. Zack. Und schon ist es drin. Und es hält auch. Es hält. Also, es hält beim Held. Ja, von meiner Seite aus eine fantastisch geile Figur. Das Buch ist einfach zu wuchtig. Ich brauche es nicht. Ich werde es auch irgendwo in eine Teilekiste packen und damit wäre es das für mich gewesen. Diese Figur werde ich auf jeden Fall behalten. Ich weiß nicht, ob du ihn dir vielleicht noch zulegen wirst. Du bist dir unschlüssig, glaube ich, ne? Vielleicht, wenn irgendwer eine mal... Ich weiß noch nicht. Also, ist eine solide Figur. Ist ein bisschen komisch mit den Händen, finde ich, dass man die so einfach abnehmen kann. Das könnte vielleicht auch irgendwie mal dazu führen, dass irgendwie eine Hand vielleicht nicht so hält und immer abfällt. Man weiß es nicht, könnte ja sein. Da sehe ich aber vielleicht so ein bisschen den kleinen Schwachpunkt. Ja, das ist und vielleicht definitiv. Auch, wir wissen nicht, ob wir jetzt eine gute Figur erwischt haben, dass die Beine sich so gut bewegen, aber da muss man auch mal gucken, wie sind die anderen, vielleicht eure Figuren, wenn ihr den habt, wie sind die so, ne? Ja, wir haben ja noch den Hero, mal gucken. Ja, genau, aber ansonsten... Aber wie gesagt, so, ja. Es ist ja nichts. Die Hand bleibt ja dran, also von daher... naja, gut. Potenzieller Schwachpunkt, sage ich mal so. Ja. Aber ansonsten super. Also ich habe echt schon gestaunt, weil ich habe mir den ja von Niki geholt, ne, vom offiziellen Partnershop von Planet Eternia. Oder ihr geht einfach mal auf moto-classics.de. Dort könnt ihr diese Figur natürlich erstehen und ich kann sie nur empfehlen. Da ist nichts dran. Selbst die Karten, alles top diesmal. Also 1-. Das Einzige, was ist halt das Buch. Das mir nicht so gefällt mit den Stickern, hätte ich eher zum Reinklemmen gut gefunden, brauche ich aber auch nicht unbedingt. Alles da und ein Comic noch dazu, nee, machen wir eine glatte 1, es ist keine 1+, aber es ist eine 1 für eine Vintage-Figur, so wie sie damals hätte rauskommen sollen. Ja, was ist deine Wertung? Ja, ist schwierig, er ist jetzt nicht so der aufregende Charakter, also ich werde jetzt mal... Lassen wir mal den Charakter und sowas außer Acht. Von der Figur her, vom Zubehör, ich gebe ihm eine 2. Eine 2, ja. Ist doch auch gut. Kommen wir auf einen guten Durchschnitt von 1-. Ja, liebe Moto-Fans, das war's auch erstmal mit diesem Unboxing-Video hier. Wir werden damit jetzt im nächsten Video dann direkt weitermachen. Also können wir euch nur empfehlen. In diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss, bis dann, bis demnächst.